Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich die Glossy Box in der Birthday Limited Edition. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, hol dir noch mehr zu essen, genau. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Diese Limited Edition hat ein bisschen auf sich warten lassen, ne? Das hat wirklich eine ganze Weile gedauert. Ich glaube, dass die tatsächlich Probleme hatten bei der Lieferung der Box, weil wir haben hier so einen Schuber drüber, über die reguläre Box. Und das kennt man so von der Glossy Box nicht, ne? Ich hätte nämlich gedacht, dass wir dann halt auch wirklich so eine Limited Edition Box haben. Und ich glaube, dass das das Problem gewesen ist, weswegen wir wirklich lange hier drauf warten mussten. Das ist auch die tatsächlich, die ich mir selber bestellt habe und nicht jetzt irgendwie in Kooperation. Ich habe nämlich normalerweise eine Kooperation mit Glossy Box. Aber das hier ist jetzt meine. Als Abonnent bezahlt man da 35 Euro für, als Nicht-Abonnent 45 Euro. Wenn du meinen Code verwendest, den ich dir mal einblende, ist es so, Claudia Limit müsste das sein, dass du als Nicht-Abonnent 40 Euro für die Box bezahlen würdest. Du hast immer einen richtig tollen Warenwert hier mit dabei und ja, ich setze dir alle Links mal unten in die Infobox rein. Schau gerne mal vorbei und ja, dann schauen wir auch mal in die Box, würde ich sagen. Geburtstags-Limited Edition. Was? September? August? Irgendwie so, ne? Ja, Glossy Box hat Geburtstag gehabt. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Und dann bringen die halt entweder halt in der regulären Abo-Variante irgendwie eine bombastische Box raus, was die, glaube ich, letztes Jahr gemacht haben. Ich glaube, das war dann zum 10-Jährigen. Oder die machen das wie in diesem Fall, dass du quasi dann eine Special Edition Box bestellen kannst. Glossy Box ist ja normalerweise eine monatlich erscheinende Box. Meine Lunge ist noch nicht ganz hier. Die ist noch irgendwo unten an der Treppe. Genau. Ist eine monatlich erscheinende Beauty Box, die normalerweise so 12,50 Euro im Monat kostet, ne? Und ja, ich habe mir jetzt aber die LE halt geholt. Wie gesagt, normalerweise schaut die so aus. Und bevor dieses Intro noch viel länger wird, mache ich mal den Deckel ganz schnell ab. Und dann habe ich hier einmal den Blick in die Box. It's a Glossy Birthday Limited Edition. Da haben wir hier einmal den ja, Flyer mit dabei. Hey Glossy, der Glossy August steht im Zeichen unseres Geburtstages. Wir zelebrieren nicht nur 11 Jahre Glossy Box, sondern auch dich, Beauty Lover. Diese Limited Edition ist daher wie gemacht für alle, die das Leben feiern, ihre Beauty-Routine als ein besonderes Ritual sehen und sich inspirieren lassen möchten, ganz egal ob zum Geburtstag oder zu einem anderen besonderen Anlass. Genau, dann hast du hier noch so einen Flyer, ach so einen QR-Code, dann kann man in das Glossy Magazin kommen. Das mache ich später, dann kann ich nämlich euch die Preise auch entsprechend einblenden, ne? Ja, schauen wir mal, was sich hier drin befindet. Ich weiß auch ehrlich gesagt, weil das so lange her ist, gar nicht mehr, was die Sneak Peeks waren und so, ne? Ich rieche soweit keinen Duft. Ja, das ist einfach die Box mit dem Seidenschleifchen und dem Seidenpapier quasi. Oh, das ist schön. Ja, also hier haben wir dann einmal den Blick in die Box, so sieht das aus. Und als allererstes kommt mir etwas entgegen. Ich weiß gar nicht, bei welcher Box ich das auch schon mal hatte. War das nicht auch letztes Jahr bei der Glossy Box? Von Wonder Candle haben die hier ein Life is Much Better with Sparkle. Das ist ein Herz und das kann man halt anmachen und das ist wie so eine Wunderkerze. Also Wonder Candle halt, ne? Und das finde ich süß. Kann man auch so normalerweise kaufen. Ich finde sowas echt hübsch. Also wirklich toll. Ich stelle mir das halt immer so ganz knuffig vor, dass man das, also ich setze mich jetzt hier nicht hin und mache dann das Herz an und sage, yay! Da feiere ich jetzt eher eine andere Party. Aber ich kann mir das vorstellen, wenn man irgendwie eine Freundin zum Geburtstag überrascht oder keine Ahnung, wenn irgendwer ein Kind bekommt und dann halt Babyparty, bla, wie auch immer. Und dann halt mit so einem Herzchen auf irgendeinem Stück Kuchen oder so, ne? Ist doch irgendwie süß. Kommt auf jeden Fall fein. Dann habe ich hier eine Handmaske mit dabei und zwar Made in Korea. Koreanische Masken sind immer total toll, jedenfalls fürs Gesicht. Le Mini Macaron, das ist witzig, weil das hört sich eher französisch an, ne? Moisturizing Hand Mask mit Vanille und Mandelextrakten. Und das kann man dann einfach 15 Minuten sich anziehen. Ich werde die Maske mal verwenden, wenn ich ein Video schneide oder so. Easy peasy Sonnenschein, das ist total klasse. Und ja, ne? Bei manchen Handmasken hast du halt, dass du oben die Fingerkuppen oder so abmachen kannst. Was für mich manchmal ganz praktisch ist, weil ich echt keine kleinen Hände habe.
Und ja, bin halt eine große Frau, ne? Aber nee, also das wird ausprobiert. Ich kann mir das jetzt auch einfach jetzt aktuell sehr gut vorstellen. Vor einem Monat wahrscheinlich eher weniger, aber jetzt aktuell werden meine Hände immer pflegebedürftiger, einfach weil ich sehr viele Adventskalender auspacke und halt viel am Machen und Tun bin. Und da macht so eine Handmaske auf jeden Fall Sinn. Das war quasi ein Reim, Leute. Das ist jetzt ziemlich witzig, weil ich weiß nicht, ob ihr mal einen Berlin-Vlog gesehen habt, wo ich die Glossybox ja auch besucht habe auf dem Press Days Event. Da durfte ich ja auch selber eine Glossybox packen. Und die verlose ich ja tatsächlich auch in diesem Video an einen von euch. Und ja, hier ist dieses Produkt auch schon wieder drin. The Ritual of Ying Sleep Serene Foaming Shower Gel mit Sacred Wood und Lavendel. Das ist eine Full Size, die kosten ja normalerweise auch 8,50 €, ne? Aber ich finde einfach Rituals in einer Beauty Box grundsätzlich positiv. Ritual of Ying passt einfach auch jetzt sehr, sehr gut. Einfach dieses Chilli-Milli. Komm mal aus deinem stressigen Alltag rausgedönsen, ne? Weil ich glaube, dass für viele jetzt gerade auch eine sehr, also gerade so Einzelhandel oder wenn ich an die ganzen ja, Gesundheitsinstitutionen denke, geht die Party jetzt wahrscheinlich ziemlich hart ab. Und die können das einfach gebrauchen, wenn du nach Hause kommst, ne? Und dich dann schön unter Dusche flätst und dann schön dir einfach mal gönnst. Ich glaube, das kommt ganz gut. Und das ist ein ganz, also ich mag das, ja. Ein ganz toller Duft, ja. Ja, ich habe eben noch, war ich noch mit Sammy spazieren, deswegen habe ich dann einen leichten Schnüff. Das ist halt, wenn man von Bewegung zu chill dich mal kommt, ne? Dann habe ich was von Christophe Robin hier drin. Eine Regenerating Mask mit Rare Prickly Pear Seed Oil. 50 ml sind hier drin. Ich glaube, die habe ich schon mal verwendet. Das ist eine Haarmaske. Und das macht die Haare halt entsprechend widerstandsfähiger. Und sowas finde ich immer ganz angenehm. Und ich mag den Duft auch ehrlich gesagt. Ja, von den Christophe Robin Sachen. Es riecht ein bisschen schwerer, cremig. Also mich erinnert tatsächlich dieser Duft von dieser Maske sehr an meine Omi. Und ja, das finde ich gut. Das mag ich gerne leiden. Dann habe ich hier was von Banana Beauty drin. Und zwar Always Stay Classy Velvet Lip Mousse. Uiuiui, welche Farbe habe ich? Classy Me. Sehr, sehr edel sieht das aus. Also das ist ein schöner Nude-Ton, den ich mir echt gut vorstellen kann. Ich weiß nicht, ob ich den letztens auch in irgendeinem Adventskalender drin hatte. Muss ich nochmal nachschauen. Denn die Farbe kommt mir gerade sehr bekannt vor. Und auch dieses Velvet Lip Mousse-Gedönsen, ne? Muss ich mal schauen. Aber ich fände es für mich persönlich sehr interessant. Dann kommt es auf jeden Fall in mein Full Face Beauty Box mit rein. Ist ein Format, was ich monatlich mache. Ein Schminkvideo, wo ich halt aus den ganzen Beauty Boxen die ganzen Schminkprodukte zusammenkrame und in meinem Gesicht vereine. Dann habe ich hier noch ja, drin. James Reid Gradual Tan Sleep Mask Tan Body. Bräunende Schlafmaske Körper 100 ml. Sowas ist nichts für mich. Nicht nur, weil ich sowas in der Schwangerschaft besser nicht verwenden sollte, sondern auch, weil ich habe immer so Schiss, dass das Bett danach einfach aussieht wie, keine Ahnung. Ich habe mich vorher im Dreck gesuhlt und bin dann ins Bett gegangen. Wisst ihr, was ich meine? Das finde ich ganz. Falls ihr das schon mal verwendet habt, sagt mal gerne, wie das so bei euch funktioniert hat. Aber nichts für mich. Sowas mag ich nicht. So. Ich habe hier noch drei Sachen drin, glaube ich, ne, wenn ich das richtig sehe. Von Iconic habe ich hier Triple Precision Brow Definer. Die werden immer mutiger. Immer mutiger. Pencil 0,1 Gramm, Pen 0,33 Milliliter, okay. Ich habe die Farbe Ash Blond. Das ist natürlich cool. Da habe ich Glück gehabt, ne? Man kann ja auch bei Glossybox ein Beauty-Profil hinterlegen und ich glaube, dass die sich bei solchen Produkten doch vielleicht das ein oder andere Mal daran orientieren. Und Iconic ist ja auch eine High-End-Beauty-Brand. Moin, manchmal kann die Frau rein, das glaubt man auch nicht, ne? Und das kommt auf jeden Fall ins Full Face Beauty Box mit rein. Ist aber mutig, das sage ich auch immer mit dabei, ne? Das ist hier einmal so ein Stift zum Hochdrehen und auf der anderen Seite haben wir dann wahrscheinlich wie bei dem Nabla Brow Ambition auch so einen Filzstift oder sowas, oder? Jo, das ist halt, wenn du nochmal Härchen speziell nachziehen möchtest. Bin ich echt gespannt drauf. Gucken wir mal, wie das so funktioniert. Aber wie gesagt, es ist mutig, denn du weißt halt nicht, was für eine Haarfarbe die Person hat, die Box bekommt, ne? Also ich bin blond. Und blond ist auch tatsächlich, das habe ich letztens nämlich gegoogelt, weil ich gesehen habe, dass halt super viele Adventskalender ja auch so Augenbrauenprodukte drin haben und so. Da habe ich mir gedacht, was ist denn jetzt eigentlich die am weitesten verbreiteteste Haarfarbe, so in Deutschland zum Beispiel? Das ist blond. Ne? Habe ich Glück gehabt. Und ja.
Aber blond ist auch nicht gleich blond. Ich bin ja auch naturblond, also quasi, es ist ja auch quasi so ein bisschen Straßenköterblond, also sehr aschig, ne? Und jetzt nicht irgendwie so gelbblond oder so, wie das bei Gefärbten dann ja auch oft ist. Oder so weißblond habe ich halt einfach nicht, ne? Schwierig, wirklich schwierig. Aber gut, ja, bei mir scheint es farblich hinzuhauen. Dann habe ich von Plum and Poppy 8 ml eines Hair Finishing Gels. Hä? Okay, das machst du dir tatsächlich auf die Haare. Das finde ich ja mal interessant, ne? Apply this product along the hair direction after combing, also quasi nachdem du deine Haare abgetrocknet hast. Along the hair direction. Ist das Haaransatz? Ja gut, habe ich jetzt hier nicht, aber hätte ich ja theoretisch hier dann, ne? Apply more time if the flyaway hair is not easy to accept. Hallo, flyaway. Süß. Darf bleiben. Press your hair with your hand and the effect will be better. Aha, verstehe ich nicht. Also, dass du quasi nochmal so durchgehst, ne? Muss ich mir dann mal im Heftchen, wo drin steht, was drin ist, nochmal durchlesen. Sieht aus wie eine Mascara. Das ist sehr, 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 sehr interessant, Leute. Ich weiß nicht, was Hair Finishing Gel dann in dem Sinne macht. Ob, weiß ich nicht, ob das dann irgendwie Glanz nochmal mit reinbringt oder so. Das probieren wir mal aus, wa? Dann kann ich euch da was zu erzählen. Entweder weil ich das dann irgendwann aufgebraucht habe oder weil es im Flop wandert. Im Flop, genau. In die Flops wandert, müssen wir mal schauen. Crazy. Sehr crazy. Okay, so, und jetzt haben wir das letzte Produkt, was ein Geburtstagsprodukt ist. Es ist immer schön, wenn wir eine Lidschattenpalette drin haben, aber ich frage mich immer, wie oft möchte man die dann reinpacken? Steve Laurent, das ist nämlich die Celebration Edition. Hatten wir die nicht letztes Jahr auch im Advent, in der Birthday Edition drin? Weil hier steht hinten drauf auch Birthday Edition. Ich meine, das ist die vom letzten Jahr, oder? Das ist dann natürlich doof für die langjährigen Glossy-Abonnenten, weil dann hast du die ja nochmal. Aber andererseits ist es halt für die neuen schön. Ja, das ist halt 1A genau die gleiche Palette, wie wir schon mal hatten. Das finde ich total doof. Dann bin ich voll ehrlich, Leute, ne? Das finde ich wirklich doof. Nee. Nee, das finde ich nicht okay. Also, nee. Also schön, eine Lidschattenpalette drin zu haben, wie gesagt, aber wie gesagt, ich wiederhole mich. Ich finde das schade. Naja. Wer weiß, welche Gründe die hatten, dass das so gelaufen ist. Weiß man nicht. Hat ja auch eine Weile gedauert, bis sie die dann rausgeschickt haben, aber so. Ja, war es das jetzt hier mit der Special Edition? Also ich habe jetzt ja 35 € dafür bezahlt, ne? Der Warenwert wird schön sein, weil diese Steve Laurent Palette immer recht hochpreisig ist. Ich finde auch dieses Augenbrauenprodukt von Iconic London ziemlich toll. Allein dieses Lip Velvet-Gedönsen von Banana Beauty hat, glaube ich, einen Wert von 25 €. James Reed ist eine hochpreisige Marke. Christophe Robin ist eine hochpreisige Marke. Rituals ist ein Staple. Ja, also ich weiß nicht. Mich haut die Birthday Edition jetzt dieses Jahr nicht ganz so mega krass um. Letztes Jahr fand ich die irgendwie cooler, oder? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, was ihr so meint. Aber ja, vielleicht weil einfach letztes Jahr die Palette das erste Mal drin war. Wahrscheinlich, oder? Ja, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Es lohnt sich definitiv, wenn man die Produkte noch nicht hatte, ne? Aber für mich lohnt sich das jetzt eigentlich nicht so ganz so doll. Na egal. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und dem Unboxing von der Glossybox Birthday Edition. Ihr merkt, die Stimmung ist noch nicht so ganz weit, ganz weit, ganz weit oben, ne? Ja. Aber was hätte ich mir. Also, egal. Auf jeden Fall, wenn es dir hier gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!